Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super weichen Käsebrötchen, die schmecken wie vom Bäcker. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die leckeren Käsebrötchen benutze ich 550 Gramm Weizenmehl, Typ 405, 240 Milliliter lauwarmes Wasser, 3 Päckchen Trockenhefe, nicht falsch gehört, wirklich 3 Päckchen Trockenhefe, 70 ml Öl, 2 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 1 Ei und dann habe ich hier noch 175 Gramm geriebenen Käse. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen benutze, aber im Anschluss sage ich euch dann nochmal, wie viel Gramm genau ich benutzt habe. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Als erstes nehme ich die Hefe und den Zucker. Und das lauwarme Wasser. Ich verrühre alles. Und lasse es 5 Minuten stehen, bis die Hefe aktiv ist. So, die Hefe ist jetzt aktiv. Jetzt tue ich das Mehl dazu. Das Salz. Das Öl. Und das Ei. Das wird jetzt gut verknetet. So, der Teig ist jetzt fertig. Ich habe ihn genau 10 Minuten kneten lassen und es ist ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Jetzt werde ich aus dem Teig Bällchen formen. Ich werde den Teig jetzt kurz wiegen, damit ich weiß, wie groß die Bällchen sein müssen. Ich ziehe immer von unten nach oben an den Kanten und sammle es in der Mitte und drücke es dann so an. Ich ziehe den Teig quasi ein bisschen. Dann drücke ich das hier ein bisschen zu und dann kann ich umdrehen und den Ball so formen. So, die Bälle sind jetzt fertig. Ich habe jetzt ein Backblech mit Backpapier belegt und ich brauche 2 Backbleche, weil die Brötchen müssen mit Abstand platziert werden. Ich werde jetzt jedes Bällchen so ein bisschen platt drücken. Und das platziere ich jetzt mit Abstand auf dem Backblech. Ich denke mal, dass 5 Stück auf ein Backblech passen werden. Die ersten 5 sind jetzt fertig. Jetzt mache ich noch die weiteren 5. Die Brötchen kommen jetzt, werden jetzt zugedeckt. Ich tue das Blech in einen Beutel. Die Brötchen habe ich jetzt fertig und das eine Blech habe ich in eine Tüte getan. Das backe ich als zweites und auf dieses hier kommt ein sauberes Tuch. 10 Minuten müssen die Brötchen jetzt gehen. So, die 10 Minuten sind jetzt um. Die Brötchen sind auch ein bisschen aufgegangen. Ich werde sie jetzt ganz leicht mit einem scharfen Messer einmal über Kreuz einritzen. Und dann kommt der Käse über die Brötchen. Immer so eine kleine Handvoll. Die Brötchen sind jetzt fertig und können in den Backofen. Den Backofen hatte ich ja vorgeheizt auf 200 Grad Umluft und da werden die jetzt 10 Minuten lang backen.
Das zweite Blech ist jetzt auch fertig. Ich habe noch zusätzlich ein bisschen Käse gerieben, so circa 50 Gramm, weil der nicht gereicht hatte. Ich habe also insgesamt so 225, 230 Gramm Käse benutzt. Die leckeren Käsebrötchen sind jetzt fertig und sie sehen richtig lecker aus. Probiert diese Brötchen unbedingt mal aus. Sie sind richtig schön groß und sie sind genauso schön lecker weich wie die vom Bäcker. Wenn euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.